Guten Morgen aus Peru. Also wir sind jetzt hier im National Reserve Tambopata. Wir gehen zu dem Lake jetzt, zu dem See. Und innen drin gibt es quasi den See und einmal auch ein paar Hostels. Es war als Ausnahme, den Nationalpark gibt es jetzt seit 20 Jahren. Und die Familien haben vorher da schon gewohnt, deswegen gibt es jetzt die Ausnahme, dass sie auch drin wohnen dürfen, aber ansonsten darf man den Nationalpark nicht betreten. Wir werden dann gleich mit dem Kanu, beim Kajak, auf dem See fahren. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Und ich glaube, da gibt es auch Kaimane, schwarze Kaimane. Den weißen Kaiman haben wir versucht gestern zu sehen, haben wir nur ganz wenig gesehen. Aber hier gibt es dann den schwarzen Kaiman, der nur in den Seen ist. Gerade den zweiten Affen gesehen, den ersten am Tag. Und das Learning ist, man muss sehr schnell sein, weil ich bin jetzt kein Profi-Fotograf, vielleicht noch nicht mal ein Amateur-Fotograf, aber die Dinger bewegen sich natürlich sehr schnell. Und was ich festgestellt habe, der Fokus, also hier sind so viele Blätter, das heißt, wenn man das Tier scharf gestellt haben möchte, dann muss man halt durch diese Blätter durchzoomen. Und es ist unglaublich schwer, dann einen richtigen Spot zu finden, wo man eine gute Sicht hat und wo der Fokus nicht auf die Blätter scharf gestellt wird. Ist doch eine kleine Lernkurve. Aber ich habe auf jeden Fall den Affen drauf, auch wenn wahrscheinlich nicht gut. Aber ich habe ihn drauf. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Objektiv gekauft habe. Deswegen ist nicht so viel los. Aber mit dem Kanu fahren wir jetzt auf den See. Vielleicht finden wir dann doch noch ein paar gute Spots für Affen und Vögel und alles, was dieser Nationalpark zu bieten hat. Eine kleine Familie. Das war ein voller Erfolg. Ich habe mega gute Fotos gekriegt. Ganz am Ende haben wir Riesenotter gesehen, Affen, Pelikane, verschiedene Vögel, Schildkröten, Kaimane haben wir gesehen, den schwarzen Kaiman. Und ich habe erst schon einen kleinen Blick auf die letzten Fotos, also auf die Affen geworfen, und die sind richtig, richtig gut geworden. Also ich bin froh, dass wir dann noch mal eine extra Runde gedreht haben. Okay, jetzt waren wir auf dem Rio Madres de Dios Kajak. Zwei in einem Kajak.
Wir setzen uns jetzt hin, haben die Live-Sätze an und paddeln ordentlich zur Affeninsel. Isla de Monos, de las Monos, de los Monos, irgendwie so. Ja, wird auf jeden Fall Spaß. Ist nicht so sauber, deswegen bloß nicht reinfallen. Ich habe nur die GoPro mit. Let's go. Okay, vámonos. Yes. Ciao, ciao. Let's go. Alright, folks, we are on the Rio de Madre de Dios. I'm here with Portia from Istanbul. She's doing really fine, her first time paddling the kayak. We're here in the cleanest river in whole Peru. And we hope we don't fall in because, yeah, can only get worse from that point on. We are actually going to the Monkey Island, which is over there. So the current is in our favor, so actually we don't have to do anything, but it makes a lot of fun. It's a little bit cloudy, no rain until yet. There's only us, the GoPro and the paddle, that's it. Leider habe ich nicht so viel tolles Footage von der Affeninsel, weil es da einfach nicht so viele Affen gab oder es war schwierig, die zu finden. Die Affeninsel ist überhaupt nicht touristisch, allerdings gibt es dort nur eine Affengruppe, A12 bis 14 Affen. Wir haben die auch gesehen, die waren aber sehr weit oben, deswegen habe ich da nicht so großes Footage und ich erspare euch das jetzt einfach mal. Insgesamt war der See Lake Sandoval doch deutlich besser als die Affeninsel, kann vielleicht auch tagesabhängig oder uhrzeitabhängig gewesen sein. Am nächsten Tag wird es aber auch wieder spannend. Dort sind wir mit einem kleinen Fischerboot in einen Seitenarm des großen Flusses gefahren und haben so traditionelles Angeln gemacht. Wirklich nur mit einem Stock, einem Seil und einem Haken und versucht Piranhas zu fangen. Am Nachmittag ging es dann ein bisschen touristischer zu. Dort habe ich eine Baumbesichtigung der Baumkrone von einem Baum, der über 50 Meter hoch war, gemacht. War wirklich cool, alles mal von oben gesehen zu haben. Und dann bin ich mit der Seilrutsche über die Bäume gerutscht und das war echt cool, auch im strömenden Regen das zu machen. Ich würde mich also auf jeden Fall freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist.